So ein bisschen angesasst. So, wenn ich Imposter wäre, ich wäre instant geflogen. Obwohl, Kunan könnte ihn angebissen haben, ne? Ich wäre instant geflogen. So eins der Laune, ja, wenn er halt Lust drauf fängt. Kommt damit klar oder kickt mich raus. Okay, ich wir kicken nicht. Gute Laune heute. Was spielen wir denn? Oh, eine Runde Mirror. Das Mirror Arch Q. Oh, das war eine geile Runde, Mann. So macht das Spaß. Das war ein Drive-By von Givi. Und ich kann es nicht gewesen sein, ich bin der Erste, der die Lava sind gestorben, oder wie? Das war wirklich ein Drive-By bei Givi und ich hab's auch gesehen. Nein, ich weiß warum! Gippi ist Vampir und es hat einer kurz vorher Knoblauch gelegt und dann musste Gippi killen, anstatt zu beißen. Also, doch! Das ist natürlich scheiße. Oh, das kann wirklich sein. Da hat nämlich, jemand hat nämlich im Laufen, da hab ich auch noch gesagt, wieso legt man da jetzt einfach einen Knoblauch? Was ist das denn für eine Kacke? Das war in dem Moment, wo ich draufdrücke, ein Knoblauch. Das ist das erste Mal, dass ich Vampir bin. Und dann passiert sowas. Ist das euer fucking Ernst? Ich hoffe, ich hab den getroffen, der den gelegt hat. Ich glaube, Max hat den geworfen. Ich hab den Kunran geworfen. Oh, also, ich hab einen Warum gemacht, so? Lieber Imposter-Kollege. Warum solltest du? Ich hab alles getan, was ich tun konnte. Es tut mir leid. Aber so, also das hab ich ja. Vor allem in dem. Ist da ja, da ich schon raus hab 15 also, Sekunden so gewartet. Ganz kurz Bug-Report. Also, mir wurde gerade nicht angezeigt. Also, mir wurde angezeigt, dass ich Lover bin, aber nicht mit wem. Und ich war auch nicht lila bei mir. Hi. Ich glaube, also, ja, du musst dich dafür nicht schämen, dass du wechselst. Ja, es ist nicht schlimm. Ich wurde nicht erwidert. Ja. Und das war schlimm. Das ist ganz das natürlich. Ist, ich habe eventuell meinen Imposter-Kollegen gerade getötet. Ah, ja, das sehen wir jetzt, wenn du rausfliegst. Ja. Das sehen wir ja jetzt, Gibi, komm. Nee, ich warte noch ein bisschen. Ich möchte euch die Situation kurz erklären. Okay. Ey, wie lustig. Ich mach kurz Werbung. Ich hab 15 Sekunden warten müssen und ich weiß nicht, ich glaube, es war Kunran, weil Wex ist das gleich drei Werbeblöcke. Und ist in diesen. Auf der letzten Sekunde legt er einfach diesen scheiß Knoblauch rein. Das ist ja, komm, ich guck, wir laufen so in der Gruppe und ich sehe halt einfach wie ein Käfer. Warum? Hallo, ja. Herzlich willkommen hier bei Ihrem Gippi spielt zum ersten Mal den Dracula. Leider hat er heute verloren, denn er wurde im Knoblauch enttarnt und deswegen fliegt er jetzt raus. Aber immer noch zwei Leute random. Und wenn jetzt die Runde vorbei ist, das wäre echt ein Dann hätte passieren können. Gibi hat gelogen. Das hätte wirklich passieren können. So, jetzt pass auf, jetzt machen wir mal wieder so ein Oldschool Sherlock Holmes. Jetzt kommt wieder der OG Sherlock. Der zweite Imposter spielt sich jetzt nur noch zwischen zwei Personen ab. Und zwar ist es entweder Judy Wörthel oder Shuyoka. Die linke Seite oben, unter anderem Flocke, Items sowieso, der hat es ja gesehen und gecallt, haben relativ schnell gevotet. Am Ende waren Julie und Pia noch offen. Und Julie hat nicht gefragt, voten wir den jetzt wirklich raus? Ja, sie war sie einfach gedacht, ja klar machen wir das. Ja. Sie hat ihn nicht protected. Also Julie oder Pia. Ich hoffe, einer von den beiden ist im nächsten Meeting tot und dann mache ich schieße auf den anderen. Ich hoffe nicht, dass ich als nächstes im Meeting tot bin, aber das finden wir dann demnächst raus, ja. Aber das war, das war geil mit dem Knoblauch. Oh, scheiße. Knobi-Bombe, einfach so. Da ist Julia drin. Ach, du Kacke. Mhm, da kommt Pia. Pia und Julie sind jetzt beide oben mit Toro. Das ist natürlich schlecht, wenn beide oben mit Toro sind, weil... Komm, bitte lass Toro jetzt einen liegen. Komm schon. Kumo! Beide... Ist das Julie? Ist das Flocke? Scheiße. Oh, Gibi. Da liegt eine feine Flocke direkt auf der Türe von der Schleuse. Kann noch nicht lange her sein, weil ich hatte ihr eine Wanze eingepflanzt. Wer war denn gerade oben? Warte mal, Dalu hat gepflanzt, war dann eine Weile weg. Dann war noch oben das ist rechts eine Julie. Die eingepflanzt Julie war gerade oben bei der mir. Der Tracker, der kann an ihn hinlaufen und dem so ein Radar anheften und dann sieht der Tracker alle paar Sekunden, wo die Person sich befindet. Und jetzt war eben gerade in dem Update kam der Pfeil nicht mehr. Ich bin jetzt gerade oben bei diesem Saugding in dem Gartending. Ja. Hey, halt, warte mal, stimmt das schon? War Pia da? Ja, Blätter. Ich stehe gerade neben dir, Grains. What the fuck? Julie, du bist gemutet. Ja.
Damit? Ja. mit Grant in der Cafeteria. Ja, aber hast du Pia lang gesehen? Nee, und dann waren wir oben im Admin. Aber Pia war doch gerade oben. Ja, aber ich stehe in dem Pflanzending neben Grants gerade. Ich, ja. ich weiß auch nicht, wo Julie ist. Aber Pia, das nicht, aber Pia, wo kamst denn du her? Bin noch im Admin. Ich kam vom Scannen tatsächlich. Und dann bin ich zu Electric gelaufen, weil ich bei Electric... Also die feine Katze war, glaube ich, auch noch da gerade da, oder? Die feine Katze wird es 100%ig nicht sein. Sie hat als erstes den Namen von Gippy gecallt. Ja, bei dem Radar, meine ich jetzt, oben rechts. Ich war gerade eben auch oben mit den anderen Tasks machen. Ich bin mit Dalu zusammen im Y runtergegangen, Dalu ist bei den Kabeln stehen geblieben, ich bin weitergelaufen. Wollte eigentlich meine Kabel links neben der Schleuse machen. Julie, Items und ich. Wart ihr durchgehend gemeinsam? Kann es nicht sein, dass jemand vielleicht rübergewendet ist? Kann sein. Welches Licht? Das vorletzte oder das letzte? Das Licht, das aus war. Also ich denke, Julie ist schon sehr süß. Nee, ich bin wir so müssen süß. Aber nicht oder wir süß? Haben einen bösen. Danke, Julie auch süß. Ja, Julie schon. Hey! Na, ich ihr bin Haters! Ich war mit komm, Grant, die ganze das Zeit. Das warst du doch wieder selbst. Grant, wir haben nichts gemacht, wir wissen es. Hast du dich auch selbst gebotet, Julie? Da, wo geht's hin? Ich hab länger Cooldown, deswegen gucken wir uns das jetzt an. Okay, wen haben wir hier? Julie? Oh, Licht ist schon mal aus. 5 Sekunden weniger Cooldown als ich, das heißt, ein paar Sekunden habe ich noch. Kubu, nein! Oh, nice. Okay, ich will einen fairen Kampf. Jetzt geht's los. It's high noon. Top oder top? Friends? Wo ist sie hin? Thoreau ist schon tot. Ich gehe all in. Soll es gewinnen, wenn sie alleine ist? Pia! Du bist so unglaublich gut! Was passiert? War das gerade sarkastisch? Nein, du hast es. Oh nee, ach. Sag, ey, Gippy, das ist so nett von dir. Gippy, ey. Was für nett. Also, oh, Gippy, du hast schon wieder was. Wer war der Sheriff? Ich war der Sheriff. Ich dachte, du hättest ihn da warst doch gemacht. Oh, Gippy, aber das ist echt nett von dir. Ich wollte Dalu töten, aber ich war. Was ist passiert, Leute? Ich hab Toros Leiche unten auf dem Balkon gefunden und hab dann noch Bier gesucht. Okay, jetzt nur am Anfang nicht gebissen werden. Wir düsen schon mal vor. Kubo! Okay, wir haben einen Camouflage. Ein Timewinder haben wir heute mal. Oh, kann der Vampir dann zweimal beißen? Wollen wir drüber reden? Ja, wir müssen drüber reden. Also, Items wurde gekillt, ja? Ja, aber wie? Ich glaube, da hat sich jemand dafür gerecht, dass er mit mir in den Sieg gehen wollte. Was ist denn mit meinem Spiel heute los? Also, ich habe Toro gesehen und Kundran und Gippy. Vex, glaube ich. Ich war auch. Ja. Gippy war auch da. Wer war denn jetzt überhaupt in den ganzen Pulk weg? Wir waren 6 Leute, waren wir. Und dann wurde die Zeit auch noch zurückgespult. Ja. Ich habe die Zeit zurückgespult, um zu gucken, okay, wer es war. Aber der Mord liegt, ne? Deswegen wurde ich im Ach, lag er da schon da? Das habe ich nicht gesehen. Das Ding war aber, er lag trotzdem da. Deswegen war ich so verwirrt. Also, ich dachte, das war genug zu. Wenn jemand getötet wird. Dann ja, klar, nicht, der wird nicht kurzzeitig lebendig. Also das ist auch aus. Okay, aber der Killer könnte doch dann nochmal draufstehen kurz. Ja, ne? Ja, das Ding war, also Kundan stand auf dem Lifeline, ne? Ja. Nee, wer war auf dem wer war auf dem Scan? Ich. Du warst auf dem Scan? Ja. Ich stand draußen. Wer stand am Ende zwischen uns? Oder davor? Ich stand irgendwo im Pulk. Also Toro war es auf jeden Fall nicht. Toro war zu weit weg. Ja. Ich war links unten.
da hatte ich mich hingestellt dann. Am Rande des Knoblauchs aber noch, damit ich halt nicht gesnackt werde. Juli war auch da, ne? Des Knoblauchs, ja. Wir waren alle also da, wir einfach oder? Einfach Rex rausvoten, der hat so viel. Also ich habe 5 andere Leute gesehen. Ich bin auch noch es wundert okay. mich, dass Grains mich nicht rausvoten möchte. Ich bin am anderen Ende der Map, das ist ordentlich sass. Wenn Pia Moment. Gleich tot ist, bin ich's. Also es war jetzt, wer war das? Shurioka und Dalu waren jetzt nicht in dem Pulke, oder was? Doch, ich glaube, ich habe Pia da gesehen. Ja, nee, ich bin nicht da, Mann. Ich bin ein Admin nee, und bin Dalu völlig verwirrt gerade. Also. Aber es war auch kein Dingskill, oder? Das heißt, jemand ist doch dahin gesippt und hat ihn getötet. Ja, ja, yeah. ja. Ja, dann Vex, votet ihr Vex halt. Redet komisch. Oh, Vex nee. Redet die Runde komisch. Mann, ich wünschte, ich wüsste. Wer also, es Vex war, ist ja. heute MVP. Also, aber, nee, diesmal ist Vex nicht so clean wie die Runden davor. Hier, so. Hier ist er lost so. Gerade. Ja, so, nee, das war kein Vampir-Kill. Wer war's denn? Ja, ich hab keine Ahnung. Scheiße, auf wen verlasse ich mich denn? Er macht Virus. Weiß ich ja nicht. Wires, zack. Asteroids, zack. Julie-Sachen, zack. Hier war auch noch Toro und... Ich weiß nicht, wer da noch war. Hippie macht jetzt das. Wurde ich gerade gebissen? GP ist sehr verdächtig. Oh, Quatsch, GP ist gar nicht verdächtig. GP ist Crew. Ist einer gewendet? Eine Flocke, ey. Und wächst tot. Aber vielleicht waren es Lover, oder? Ich wollte gerade nochmal zurückspulen, um zu gucken, ob der Vent da auf und zugegangen ist, Pia. Sorry, ja, ich habe nicht gewusst, dass du zurückspulen kannst. I'm sorry. Ja, der liegt an der Dekontür oben, direkt an dem Ding dran. Wer steht alles beim Generator, beim Handauflegen? Dalu und ich haben angemacht. Also warte mal, Vex ist tot, der wurde dann, glaube ich, angeknabbert. Also wir haben jetzt Flocke gerade, gefunden. Also, ich habe jetzt meine erste Vermutung, wer jetzt... Ja, im Dekon ganz oben an der Tür. Meine erste Vermutung war halt, dass es Gibby ist, weil die halt zusammen, glaube ich, zusammenstanden. Nein. Oder irgendwie, wart ihr nicht zusammen? Nein. Also Vex und los. Ich sind dieselbe. Aber wenn du sagst, du kannst die Zeit zurückspulen, dann gehe ich da jetzt einfach mal auf Trust, weil es sind einfach viel zu viele Rollen und ich habe einfach keine Ahnung. Vex und ich sind dieselbe Dekon hochgegangen. Also ich war schon drin, Vex kam kurz vorher rein. Ich bin als erstes oben raus. Da haben wir Vex also oder? Nee, halt, das kann nicht sein. Ich glaube, ich habe Vex eben beim Blumengießen gesehen. Ich habe Gelb gefunden. Grenz ist noch mein in den Fehler, Dekon wegen gegangen. Gelb und Orange. Ich bin mit Flobby hochgegangen. Also ich war schon in Dekon drin, sie kam gerade noch rein. Und ich bin an, oben raus und habe Generator ausgemacht mit Kundran. Muss also hinter mir gekillt worden sein. Aber der Vent ist nicht zugegangen. Ich glaube, der Vent ist nicht auf und zugegangen. Also ich bin gerade bei unten Dekon am Tür aufmachen. Ich komme gerade dazu quasi. Das heißt, er muss eigentlich oben rausgelaufen sein und mindestens bei euch gewesen sein oder einer von euch sein. Ich war der Letzte, der rausgegangen ist. Ich war es nicht. Also ich bin rausgekommen, Kunran stand schon links. Ich bin zu Kunran rausgegangen, wir haben einen Reaktor ausgemacht. Dann wurde schon reported. Wurde halt angeknabbert. Ich glaube, dass Vex angeknabbert wurde, Gibi, ehrlich gesagt. Weil ich habe Vex eben noch beim Dingens beim Blumengießen gesehen. Reaktor ist ausgegangen und dann standen wir unten an der Tür. Wir mussten warten, weil die Tür oben aufgegangen ist. Das heißt, es muss in dem Moment, wo ihr an der Tür... Wo ihr drauf gedrückt habt, muss das passiert worden sein. Duri, wen verdächtigst du? Ich? Ja. Ich verdächtig niemanden. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe literally keine Ahnung. Das wird Toro gewesen. Ja, aber ich habe zuerst gedacht, dass es Gippi ist, aber es ergibt keinen Sinn. Ich habe. Okay. So ein bisschen angesasst habe ich mich. Ja, so ein bisschen angesasst. So, wenn ich Imposter wäre. Ich wäre instant geflogen. Obwohl, Kunan könnte ihn angebissen haben, ne? Ich wäre instant geflogen. Ich trete die Leiche weg. Ich sag, ich bin als letztes mit Flobby im Dekon gewesen. Ja, dann, ja, nee, du, wenn du das so erzählst und dass eigentlich kein anderer in Frage kommt, also ich glaube schon, dass du es nicht bist, Dalukat. So, als Imposter, ja, nee, ich war unten Cafeteria. Leiche liegt oben links aufs Geld. Ja, könnte gewesen sein. Muss ich ehrlich sagen.
Fuck, ich dachte, das ist Neno. Das war jetzt ein bisschen unglücklich, dass du musst weglaufen, Taro. Hä? Oh, zwei fronten sich gegenseitig. Nee, Taro weiß ja gar nicht. Ich habe nur ein Front gehört. Also bisher? Also, Taro, du bist, wenn du da wird jemand gekillt vor mir. Der Typ läuft weg. Lief der nach oben rechts oder was, von da aus? Nein, er lief nach unten links. Aber da musst du, wieso bist du denn nicht hinterhergelaufen, sondern über die Leiche drüber gelaufen? Ich glaube, dass es Skippy ist, von der Stimme her. Ich bin mir nicht sicher, ob Kuh die dran, Zeit... Warst du gerade schon dran? Wurde die Zeit schon einmal zurückgespult, die Runde? Okay, dann ja, beim ersten Kill von Items wurde die Zeit zurückgedreht. Ja, aber das muss ja nicht unbedingt du gewesen sein. Es waren sonst noch 9 Leute am Leben. Keiner hat sonst gesagt, dass er es war mit der Zeit, oder? Also ich finde... Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Zeit zurückgespult wurde, to be honest. Darf ich kurz mal erklären, wie das jetzt gerade war? Ja, bitte. Wir laufen. Dann sehe ich zwei vor mir. Der tötet, verpisst sich. Nach links unten. Da, wo der Reaktor Richtung ist. Ich laufe über die Leiche, will gucken, ob ich den noch entdecke, drehe wieder um und in der wieder über die Leiche? Ja, und reporte. Und dann sagst du, ich hätte ihn getötet. Doch, pass auf, du hast das ja Ding gesagt, wir waren grau. Das Ding ist, woher weißt du, dass ich das weil bin? Es Camo ist. Das Ding ist, ich kam von oben runter, ich bin leicht hinter Dalu gelaufen. Dalu kippt um, Toro kommt in meine Richtung gelaufen, anstatt nach unten links zu laufen und geht wieder zurück zur Leiche. Er hat aber so lange gewartet, bis, also er hat in Camo noch draufgedrückt. Es kann, für mich muss Toro einer sein. Weil Toro ist nicht dieser Person hinterhergelaufen, sondern er hat den Report gedrückt. Er ist in die andere Richtung, er ist weg vom Alarm gelaufen. Ich bin nach links, bin zurück und habe die Leiche reportet. Ja, mag sein, aber trotzdem glaube ich, dass du den Killer gesehen hast und nicht hinterhergelaufen bist. Ich sag, wo liegt die Leiche genau? Wir haben keine Zeit, Juli. Drück auf Toro. Glaub mir. Drück auf Toro. Deine Vermutung ist wahrscheinlich eher richtig. Mann, ich habe doch die Zeit mehrfach zurückgedreht. Was ist denn mit euch? Das Schlimme ist, dass manche nicht voten. Das ist das große Problem. Gibi hat es sogar richtig gemacht. War sogar gut. Damit ist auf jeden Fall die Runde jetzt vorbei. Das müssen die Leute sich einprägen. Das passiert viel zu oft. Das ist auch das Schlimmste in ganz Among Us, finde ich. Wenn Leute gar nicht voten. Also selbst so, wenn du sagst, du hast keine Ahnung, dann vote trotzdem wen. Weil sonst forcen ja die Imposter immer den falschen Vote. Also als Crewmate falsch zu voten, ist besser als Crewmate gar nicht zu voten, weil die Imposter nicht falsch voten können. Deswegen ist Voten immer unglaublich wichtig. Ja, es ist Pink. Woo! Du hast doch die Zeit nicht. Doch, hat er. Doch, hat er. Wir haben darüber geredet. Ich hatte sogar gerade Angst, dass Pia und Toro Liebespaar sind. Ich dachte auch, dass... Nee. Also ich dachte, Pia ist der Zweite. Ich verstehe es nicht. Alter, gut gespielt, Toro. Ich verstehe es wirklich nicht.